Thank you.
Freunde, liebe Jazzfreunde, mit dem Titel möchte sich die Ruhrröder Jazzband mit ihren Gästen von Ihnen verabschieden. Das war Grilljazz am 1. August 2014 in dem Fraunhof in Mühlheim an der Ruhr. Ich möchte noch mal kurz die Herren Musikanten vorstellen. Erstmal unsere Gäste an der Mundharmonika, Manfred Rosenkranz. Am Flügelhorn, er ist seit 3 Wochen dabei. Charlie Fieserhut. Am Schlagzeug unser Sänger, unser dreisprachiger junger Sänger, Henk Kiek. Das wichtigste Instrument im Jazz ist der Kontrabass. Und da haben wir Glück, einen solchen Künstler vor vielen Jahren verpflichtet zu haben. Hans-Martin Klaus am Kontrabass. Das Harmoniegerüst lieferte heute für uns alle am Banjo Dr. Klaus-Dieter Freimann. Jetzt kommen wir zum Holz. Hier ist viel Holz runtergekommen, Pfingsten. An der Klarinette, am Altsaxophon, am Tenorsaxophon,
am Sopransaxophon Guido Pfennig. An der Trompete, und er ist ein echter Freund und Kumpel. Er hat zwei Instrumente, immer eins mitgebracht, wenn mal einer eins ausleihen muss. Das hat er heute dem Charlie gegeben, Trompete und Flügelhorn. Günter Gregoszi. Unser Bandleader an der Posaune und der erste Vorsitzende des Mühlheimer Jazzclubs, Manni Mons. Ja, liebe Gäste, liebe Gäste, wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg, noch einen schönen Aufenthalt heute Abend hier mit Frau Mons in Mühlheim. Am 10. August ist das große Jazzfestival im Schloss Broich. Kommen Sie uns dort wieder besuchen. Ihre Vor-